So, und heute ist auch schon wieder Samstag, es heißt wieder Formel 1 Zeit und damit willkommen zurück auf meinem Kanal und zum Gameplay hier zu 2016 mit der Karriere. In der letzten Folge haben wir relativ gut trainiert. Platz 1, Platz 13 oder 14 und nochmal Platz 1 knapp waren die Ergebnisse. Und einen neuen Rivalen bekommen, nämlich diesmal Max Verstappen. Und wir schauen einfach mal, wie es jetzt im Qualifying läuft. Jetzt kann ich anfangen, die Karten auf den Tisch zu legen. Das habe ich nämlich in der Qualifikation nicht gemacht. Im Training nicht gemacht. Entschuldigung. Es ist später Abend hier in Singapur und es ist Qualifying-Zeit. Machen Sie es sich gemütlich. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Eine Menge langsamer Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Sie drehen eher durch, wenn man zu schnell aus einer Kurve schießt. Es mag toll aussehen und wir Zuschauer lieben ein solches Spektakel, aber gute Rundenzeiten fährt man so nicht. So, da wir wieder auf. Okay, du solltest es mit links in die nächste Runde des Qualifyings schaffen. Versuch also früh eine gute Runde hinzulegen, damit wir die Reifen schonen können. Eigentlich könnte ich jetzt mir die Supersoft nehmen und mich für die zweite das Q2 qualifizieren, dann auf die Soft und dann auf die Super Soft am Ende. So machen wir das, glaube ich, auch. Singapur. Ja, das habe ich gerade vor. Ich mach das Bike Setup. Da machen wir das auch direkt. Dann gehen wir nämlich auf die Super Soft im Ding zu holen. Ich brauche nochmal das Tablet. Ich will nämlich noch ein neues Setup. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. So, fliegende Runde. Auf geht's. Ins Quines. Damit dürfte eigentlich gut für das absolute Zeit drin sein, aber wie gesagt. Und ist halt ein Auto. Heute bin ich zwar wieder mit Pat unterwegs. Der Test war ich ja mit dem Lenkrad unterwegs. Das ist wirklich erstaunlich gut. Also hätte ich nicht never ever gedacht, dass ich in Anführungszeichen so nah an teilweise einigen Konkurrenten dran. Natürlich sind einige noch am Anfang schneller gewesen als ich, komme ich schon klar. Aber ich bin mit Platz 6 im Rennen, wäre ich sowas von happy. Aber mal gucken, was drin ist. Das hättet ihr dann am Montag sehen. Diesmal auch wirklich im Platz 7. Ich wäre das Freier, was ich kann. Obwohl ich dann das nicht geschafft beim letzten Mal. Auch schon, dass ich das wieder ein später als 14 Uhr haben, bis 19 Uhr. Ich versuche mich jetzt ein bisschen dran zu halten, dass ich jetzt die nächsten Tage wieder ein besser wird. Quartal, ist vor mir gerade. Wenn er so gerade ein bisschen. Ein bisschen im Weg steht, so. War nicht perfekt, aber egal. Wäre vorbei. Wilkenberger Kurve, der schnellste. Wie gesagt, aktuell Stand: Wir werden Weltmeister, wenn Hamilton weniger als 7 Punkte oder mir das Rennen gewinnen. Also, wir müssen hier. Minimum 19 Punkte mehr holen als Lewis Hamilton hier weltweit mit dem einen. Wahrscheinlich würde sogar 18 Punkte mehr rein. 7 Punkte mit der Maximum holen. Wäre auch, wie gesagt, 6. oder so. 6. 7. um den Dreh rum. Aber wie gesagt, da mache ich mir keine Gedanken, wo es passiert. Aber mal schauen, wie es dann im Rennen läuft. Alonso hat dann als 48,2 gerade aktuell die schnellste Runde und ich denke mal, dass wir aber ohne Probleme vorfahren können. Wo ich perfekt getroffen habe, doch ein 47,3. Wunderbar. Dann gehen wir kurz auf die 60. Ich brauche eh noch nicht viel zu fahren. Ja, es ist doch knapp. Was heißt knapp? Es ist unter einer Sekunde bis Platz 5. Aktuell wäre das.
So, gucken wir mal meinen direkter Konkurrenten. Das wäre jetzt natürlich die Zentrale, Magnussen, Verstappen, Hamilton. Der wir jetzt gerade mal mitfahren werden. Ja, mal schauen, was Lewis Hamilton sich dahin macht. Der will auf jeden Fall vorne fahren. Steht 19 und er bräuchte den 29,3. Das ist aber nur im ersten Sektor gerutscht. 29,3 ist meine erste Zeit. Das wird wahrscheinlich so. Das wird wahrscheinlich die Konkurrenz auf dem Team entfernt. Klar. Zwei besten Fahrer natürlich gleich in der Karriere. Ich sehe mich nicht als besten Fahrer. Jetzt sieht man ja online, wo ich so stehe. Also mittelmäßig, wo ich so schätze. Also so, Achter, Neunter, Zehnter, so grob. Und hoffen wir mal auf eine bessere Sache mit der letzten. So, 30-0 sagt seine erste Zeit und die deutlich langsamer als meine. Die ist tatsächlich deutlich langsamer als meine. Hamilton, was ist los mit ihm? Minuten haben wir noch grob im ersten Qualifying-Abschnitt. Gerade dass ich safe dabei bin, das wird nicht weiter egal. Weil ich denke, die Karten nehmen wir erst auf die 2, wirklich auf die 3 geht dann auf die Richtung Pro. Ich werde jetzt in der nächsten Session mit den Soft-Reifen fahren, das ist klar. Und super Soft dann Richtung Pro. Dass ich dann am Ende nach dem Box mit den Ultras auch durchhalten können. Hamilton, der fängt auch hin. Der hängt hinter Ericsson, das wird das sein. Ich weiß es aber nicht. Ich hätte ihn sauber gesagt. Ich war meinem neuen Arbeitgeber in meiner Karriere. Der jetzt im Box aber hat trotzdem aufgehalten. Es gibt keine beste. Doch, Platz 2. Und dann wieder die Zeit rausgeholt. Oh! Ohne diesen Aufenthalt, dann wäre ich weg gewesen. Da war meine Runde nicht perfekt. Oh, der hat den. Ja, gut, zwei hat. Bis jetzt liegt bei zweiten Abschnitt hat er gemeint. Aber wie gesagt, das ist nicht weiter dramatisch. Dass Hamilton jetzt vorbei ist, ist okay. Ist egal. Oder sind wir doch gerade so chancenlos wie unserem Teamkollegen? Ja, wir werden sehen. Wir sind. Ja, safe. Dabei, das ist zumindest mal das Wichtigste, wie Drake, Palmer, Ericsson, Massa, Bottas und Nazareth. Gerade Drake. Aber mal gucken, was die Ferrari so planen. Wer da dabei dafür? Ja. Und Harry hat kommt dabei. So, darf ich mit den. Ich weiß, dass ich jetzt eigentlich die. Super, die Ultras auch fordern, aber ich werde natürlich mit dem Supersoft fahren. Ich will hier das hinten rausholen. Okay, ein neues Setup für dich. Ich will hier ich will auf die Pole. Das werde ich jetzt machen. Wenn ich mit den Reifen jetzt qualifiziere, bis P2. Gut, dann gehen wir raus. Mal gucken. Wie gesagt, hier ist es noch egal. Wichtig ist erstmal, unter die ersten 10 zu kommen. Wichtig ist die ersten 10. Nachher ist alles egal.
so. Ihr zählt ja hoffentlich mit der Runde dann direkt. Eine super Runde wäre gut. Ich will aber frei baden. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Ah, da vorne ist ein Auto drin. Okay. Vielleicht angeeckt, aber. Wir werden gucken, was das überhaupt im Rennen für Wetter war. Ich hab das nicht vorgeguckt, was ist passiert. Das werden wir dann erst morgen sehen. Und jetzt haben wir die nur 25%. In der Online-Saison sind es ja immer 50%. Keine Ahnung. 11 Runden, 12 Runden, 13 Runden heute. Werder mit einer 50er Zeit. Die gar nicht mal so schlecht ist für den Menno. Also jetzt aber aktuell schon also mit Werder, ist klar. Und hier ist halt die Werder-Zeit weg. Gutierrez sollte mal einpacken. Verstappen 1,48,3, da war Gutierrez auch so schlecht. Aber hier gleich 46,6. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Aber wir warten jetzt mal, was Hamilton da rausholt. Wenn sich das ist so. Schneller wird als die Ultrasoft. Gerade Verstappen, aber das liegt gegen rein gegen Hamilton. Fast wieder in der Gefahr, aber. Jetzt versuche ich mal, ob ich meine eigene Zeit noch bügeln kann. Sieht aktuell gerade sehr gut aus. Zwei Sack gerade absolut schnellste Zeit. Wahrscheinlich, wenn wir die jetzt Kurve jetzt vernünftig erwischen, dann könnte es kein Problem, könnte es eigentlich fast kein Problem bei dir nochmal eine ordentliche Zeit rauszuhauen. Und es ist eine 46,0. Wahrscheinlich war das gerade nochmal die Variante, um durchzukommen. Zumindest ins Q3 zu kommen. Mal gucken, was der Hamilton noch mal raushaut. Eine 46,8. Das wird der ohne die Verbesserung der war klar vorne gewesen. Das ist das Wichtigste. Dabei. Wir haben den Vorteil am Ende, könnten den Vorteil am Ende des Rennens haben. Wenn es nicht regnet. Wenn es nicht regnet. Wenn es regnet, dann ist es egal. Dann hat sich das schon gerade erledigt. So, verabschieden werden sich. Harianto, Wehrlein, Fiat, Magnus, Gutierrez und Jean. Ja. Und hier, Hamilton, Button, Ricciardo, Vettel, Perez, Verstappen, Hülkenberg und Sainz und Alonso sind mit am Start. Gleich im dritten Abschnitt, wenn es dann um die Pole geht. Wie gesagt, bei trockener Strecke haben wir einen absoluten, hätten wir einen absoluten Vorteil. Am Ende des Rennens.
Ich guck mal gerade, dass ich hier. Den Nigelnagel 9 Reifen, den Nigelnagel 9 Supersoft, der auf die Pole fahren kann oder in Richtung Pole fahren kann. Singapur 2. Und dann geht's jetzt raus auf die Strecke. Weil nur noch knappe 6 Minuten. Oder noch haben. Ja, 4 Minuten sind sie noch, also grob 2 Versuche. Gleich 3. Aktuell steht jetzt alle uns auf der Pole. ...30-2, der erste Sektor, Fernando Alonso. Das ist keine schlechte Zeit. Drei Minuten 40 nur noch. Da können wir 10. Erster Sektor, 29-3. Man kann nicht so viel Zeit, es ist knapp eine Sekunde schneller als Alonso. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Lange Eck. Aber egal. Ist es, wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Unentscheiden. Habe ich hier gerade die Pole weggeschmissen? Fragezeichen. Weil ich gleich die Zeit sehen, wenn ich den zweiten Sektor habe. Oder dann habe ich zumindest hätte ich noch einen dritten Sektor, um ein bisschen rauszuholen. Zweite Sektor ist eigentlich mein Sektor. 1-10-8 sagt er. Ich denke, das wird verdammt eng. Aber es geht. Doch nochmal 1,1 gefunden. Also minimal noch ein bisschen rausgeholt. Wir haben freie Bahn. Das ist das total einfach fahren. Das ist nicht gut gewesen. Das war absolut nicht perfekt. Aber ich glaube nicht, dass das so dramatisch gekostet hat, dass ich hier gerade die Pole jetzt endgültig weggeschmissen habe. Zumindest hätte ich doch einen Versuch. War absolut nicht perfekt. Ich glaube, wenn ich schnell bin, hätte ich sogar noch 2 Versuche. Aber wie immer, es halt nur mit Versoft aus. Lewis auf P3. Reicht! 56-1. Ah, da fährt Verstappen nochmal raus. Gerade rechtzeitig, um nochmal eine Runde zu holen. Aber das hat mir gerade so ein bisschen die Zeit gekostet. Damit muss ich jetzt Gas wegnehmen. Aber ich könnte, hätte nochmal, ich muss nochmal pushen, damit ich nochmal durchkommen kann. Also damit ich doch nochmal ein bisschen fahren kann, damit ich nochmal kontern kann. Die Runde ist mir egal. Die Runde ist jetzt sowas von egal. Ich muss nochmal einen Versuch, falls nochmal was kommt. Mercedes, McLaren, das sind die ersten 4. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen ja. Wir es dich gleich. Jetzt ist es gerade egal, es wird auch nicht wehtun, aber was ist mit morgen? Frage ist, ob ich Vorteile habe. Also am Ende des Rennens. Dass ich am Anfang wahrscheinlich relativ viel verlieren werde, ist klar. Aber dass ich am Ende nochmal was machen kann, die Frage. Wenn es regnet, ist es eh egal. Kann Verstappen doch mal. Den neuen Supersoft. Aber nicht mehr. Ich will sie kaufen, egal. So, jetzt. Die Zeit war mir gerade sowas von herzlich egal. Ich habe ja eh Gas weggenommen. So, jetzt muss ich doch mal was machen. Kann man nochmal versuchen zu pushen. Ja,
Nein, nicht sauber. Definitiv nicht. Ich glaube, ich habe keinen Versuch. Also der Versuch ist weg, klar. Könnte also sein, das Auto immerhin an die Wand zu setzen und eine Gelbkarte zu produzieren, aber wäre für unsportlich. Ja, und die ist quasi jetzt. Und damit ist es klar, damit habe ich es nicht mehr in der eigenen Hand. Nein, die Gefahr habe ich nicht gesetzt, glaube ich gerade. Ich habe das Gas weggenommen. Sollte mir nicht häufig oft passieren im Rennen, dass ich da irgendwo anschlage. Kann aber nicht wehtun. Das haben wir viel gewechselt müssen, müssten wir eigentlich in die Beta super softe Reifenfahrzeuge mit den Ultrasoft vorne wechseln. So, gucken wir mal, wie weit die Reifen sind. Okay, das ist nicht weiter dramatisch, das passt auf jeden Fall. Wenn ich 5-6 Runden vor Ende in die Box gehe, ist das okay. Und Hamilton, ich hab's fast geahnt, dass der nochmal raushaut. Ich hatte es fast nochmal geahnt, dass der nochmal eine Zeit knallt. Und Hamilton holt die Pole. Ja, sag her, nach dem Anschlag hatte ich es nicht mehr in der eigenen Hand. Und dann war es irgendwo ein Ding des Schicksals, dass der Hamilton nochmal eine Zeit rausknallt. Naja, egal. Ist nicht weiter dramatisch. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Ja, Platz 2. Mehr ist es nicht. Und es ist minimal gewesen. Hamilton hier mal den Pole-Sitter. Lewis Hamilton. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Hamilton, ein Mercedes und Fernando Alonso. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Naja, egal, es soll... Sollte nicht sein. Egal. Passt schon. Hamilton, wir, Alonso, Button. Zweimal Mercedes, zweimal McLaren, zweimal Red Bull. Das sind so die ersten drei Reihen. Das sind drei Teams auf den ersten drei verschiedene Teams auf den ersten drei Plätzen. Hätte höchstmäßig einen Platz nach vorne gemacht, hätte auch was in der vierten Reihe gehabt. Dann hätten wir sogar vier Teams auf den ersten acht Plätzen gehabt. Aber ja, soll nicht unser Problem sein. Das heißt, Hamilton versuchen wir zu kassieren. Bei einem guten. Bei gutem Wetter hätten wir einen Vorteil gegenüber Lewis Hamilton. Stappen ist weit genug weg. Ich habe natürlich den Einpunkt nicht bekommen wegen der fehlenden Pole Position. Aber das Hamilton schlägt ist natürlich auch ärgerlich gerade. Das tut hey, auch wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Ja, sieht deine Rennziele für großer Preis von Singapur. Schießerin auf der 2. Da besser erreichte die Platzierung als Verstappen und Sieg Lewis Hamilton. Das ist so unser Ziel. Wir könnten Weltmeister werden, sollte Hamilton tatsächlich sein Auto wegschmeißen. Aber wie gesagt, das erwarten wir nicht. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir nächste Woche spätestens den WM-Titel holen. Da braucht man nämlich nur 2 Punkte mehr als Hamilton dann. Gut, okay. Machen wir den Laptop auf. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Und dann freue ich mich, wenn ihr dann auch morgen zum hoffentlich spannenden Rennen zum großen Preis von Singapur wieder mit dabei seid. Sein und ciao.